Jo, wer von euch gerne Trickfilme geguckt hat, früher so wie ich, der kennt den Film Lucky Luke. Und jetzt sind wir bei Lucky Luke, bei Thomas Luck. Hi, Thomas. Grüße dich. Der Lucky Luke, der hat ja immer so an der Wand gelehnt, ne? So mit seinem Pferd. Also ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte das Pferd hatte eine riesen Zunge. Ja. Die erste Frage, die ich dir heute stelle, das Kratt, was rechts von uns steht, ja, da ist Sand am Reifen. Das ist ja schmutzig. Wie sieht das denn aus? Tja, das sieht gebraucht aus, ein sogenanntes Used Bike. Fährst du das selber? Das fahre ich nicht selber, das fährt der Sachsenmeister, der amtierende, der Stefan Schreiner. Können wir den hier nochmal sehen irgendwie? Den werden wir am Wochenende bestimmt hier nochmal sehen. Ruf's mich an. Ja, das würde ich tun. Und sonst am neuen Platz, B6 draußen, wir wissen ja, Lucky Luke, neue Firma, hätte ich beinahe gesagt, neuer Kubus. Ihr habt da einen Krat auf dem Dach, ist das richtig? Das ist korrekt, da steht eine BMW A45 auf dem Dach. Und wer fährt die abends nach Hause? Naja, ich gebe mir immer Mühe, die runter zu kriegen, aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, aber ich übe noch. Ja, Leute, heute ist Freitag der 13. und Lucky Luke weiß natürlich, dass Freitag der 13. sein Glückstag ist. Deswegen fragen wir ihn, Saison 2011, wie ist gelaufen? Saison 2011 ist super gelaufen. Super gelaufen. Ja, Ja, super gelaufen. mehr ist dazu nicht zu Schön. sagen, oder? Was soll ich dazu sagen? Super gelaufen. Ja, ihr seid auch auf Tour, habe ich jetzt gehört, irgendwie. Ja, wir wollen nochmal nach Österreich dann im Frühjahr, nach Niederösterreich zum Rocky. Das ist im Ausland, oder? Das ist im Ausland, ja, also das gehört ja, glaube ich, mal zu uns. Aber auf jeden Fall ist jeder herzlich Das eingeladen. habt ihr gehört, das gehörte mal zu uns. Ja, und beim Rocky Fest kann man super Kurven fahren, nennt sich auch Kurvenquickie die Tour, also wer mit will, richtig geil. Ey, habt ihr das gehört? Kurvenquickie. Das heißt, Lucky Luke steht auf Kurven und Quickie. Ja, ansonsten dein Team, wo sind die alle? Sind auseinandergespritzt, als wir hier anfangen zu sprechen? Haben die Angst vor dir oder vor mir? Ich nehme an, vor dir, natürlich. Klar, mit mir müssen sie ja. Naja, mein Name ist ja auch Thomas der Schreckliche, wir wissen das. Ansonsten die Maschinen, die hier stehen, ist das Material vom Werk hier von der Konkurrenz von BMW oder hast du die selber aufgebaut? Warum Konkurrenz? Ist doch keine Konkurrenz. Ja, er hat's geschnallt, so muss gesprochen werden. Ansonsten, ich denke, auf dieser Messe wird noch richtig was losgehen. Wir haben heute Freitag, wie gesagt. Die Leute sind verhalten, draußen schneit es ein bisschen. Du machst jetzt mal schön den Sand vom Rad ab. Und wenn du damit fertig bist, komme ich wieder. Wir fotografieren das, stellen das online. Gut, also bin Schlamm dran. Ja, gut, ich gebe mal mehr. So muss das sein, ja. Ja, gesprächiger ist er schon mal gewesen, aber wir lieben ihn trotzdem. Schuss, Leute. Und Halle 4, Lucky Luke, Thomas Luck Motorradservice. Welcome to the Dirt Red. Würsing. Würsing.